Wir haben hier den frisch gepressten Dreierbecher von Blumberg, der durch seine Form sehr anregt zum Spielen. Die eigentliche Funktion, die wir uns dafür überlegt haben, ist eben das Öffnen von Eiern, indem man einmal feste auf den Tisch haut und dann kann man sozusagen das Ei problemlos öffnen. Wir sind hier in Spillern und können uns sogar anschauen, wie der gepresst wird, weil wir das selbst anfertigen und jeder Eierbecher ist sozusagen eine, kommt ein bisschen anders draus. Jetzt geben wir das da mal rein. Dann brauchen wir einen Rohling da. Genau, zentrisch. So, das Oberteil, genau. Das genau drauf. Dann kommen die Spannschrauben dazu. Ja. So, ist ein bisschen voll. Das noch das Ganze hochheben. Dann kommen da die Kugeln rein, damit es dann drüber gezogen werden kann. Da. So, das dann in ein Loch machen, wenn alles gut geht. Da pressen wir so mit 20 Tonnen drauf. Ich tue das raus. Und dann der Rest drauf gezogen. Das macht's dann. Machen. Und da haben wir das Eierbecherl jetzt. Bartel müssen wir noch wegtun, das können wir dann auch noch schauen, wie das geht. So, gehen wir mal zur Schleifmaschine. Und voilà, fertig. Wird noch ein bisschen nachgearbeitet, aber ist so ein schöner Eierfächer.